Das Schnäppchenraumschiff hebt ab. Herzlich willkommen zur Countdown-Show. Hier ist jeder Countdown-Platz Ihr günstiger Preis. Entdecken Sie Schnäppchen wie aus fremden Galaxien. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Countdown-Show. Der wohl einzigen Show im deutschen Teleshopping, bei der Sie wahrhaft galaktische Preise abräumen können. Wir werden Ihnen jetzt gleich im Rahmen eines Countdowns insgesamt 10 verschiedene Schnäppchen anbieten. Und so verrückt, wie es auch klingen mag, der Preis eines jeden Schnäppchens richtet sich nach seiner Position im Countdown. Das heißt im Klartext für Sie, das Schnäppchen auf Countdown-Position Nummer 10 kostet Sie 10 Euro. Das Schnäppchen auf Countdown-Position Nummer 9 kostet Sie 9 Euro und so weiter und so weiter. Und ja, auch unser Countdown hat die Positionen 3, 2 und 1. Und diese Artikel bekommen Sie im Rahmen dieser Show dann wirklich für 3, 2 und 1 Euro. So, und wir freuen uns auf einen richtig schönen bunten Abend mit Ihnen und ich für meinen Teil. Ich bin soweit und auch Mission Control glaubt. Alle Systeme sind bereit. Das beruhigt mich sehr. Da können wir loslegen und wir starten im Countdown mit der 10. Ist auch mit an Bord. Ja. Sie glauben gar nicht, herzlich willkommen erstmal an Bord. Sie glauben gar nicht, was wir schon vor der Show mit diesem ersten Artikel hier rumgewitzelt haben. Das ist ein Brandeisen. Ja. Ja, bevor Sie aber jetzt an das Markieren von Rindern oder von sonst irgendwas denken, geht es de facto wirklich um Ihr Grillgut. Wie cool ist das denn bitte, dass Sie im Rahmen eines Grilleisens oder Markiereisens Ihr eigenes Grillgut beschriften können? Das ist doch wirklich mal was ganz Außergewöhnliches. Ja, da steht ist drauf Monis Steak. Das würde mir richtig gefallen. Oder? Ja, oder vielleicht auch von dem Namen von einem Gast, von einem Besuch. Ist ja auch mal fantastisch. Ja, ja. Oder auch, willst du mich heiraten? Oh. Marry me. Oh, das wäre doch, wär doch auch mal nicht schlecht. War das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Nein. Aber könnte man doch auch schön machen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr außergewöhnlicher Heiratsantrag, den man damit machen könnte. Aber da hat Monika natürlich völlig recht, wenn Sie Gäste haben. Einer heißt beispielsweise Stefan und Sie drücken auf das Hähnchenfilet Stefan drauf. Ja, dann gibt's oder die Nils. Ja, vielleicht war das auch mal Stefan, man weiß es ja nicht. Ja. Ja. Nee. Das Schöne ist, Sie können insgesamt 20 Zeichen hier quasi mit diesem Grilleisen dann quasi oder mit diesem Barbecue-Brand Eisen auf dem Fleisch verewigen in zwei verschiedenen Zeilen und dass Sie natürlich hier nicht nur mit 4 oder 5 Buchstaben zurechtkommen, haben Sie insgesamt 80 verschiedene Zeichen mit dabei, auch einige Leerzeichen und so weiter, sodass man also hier auch gerne mal eine schöne Botschaft machen kann. Einfach das Brandeisen quasi erst in die Flamme legen oder in die Kohlen legen, wenn es heiß genug ist, einfach mal auf das Grillgut drauf. Ist doch eine coole Angelegenheit. Schön lang ist es auch. Holzgriff hat es auch noch mit dran. Verbrennt sich selber also auch nicht. Also wirklich mal was sehr, sehr Außergewöhnliches. Tolles Teil. Der Hammer bei der Grillparty, weiß auch die Miriam aus Rülsheim zu schätzen. Und super Hingucker auch bei den Gästen hat auch der Heinz aus Albbruck-Schachen schon getestet. Also, nächste Grillabend steht bevor. Wie sieht es aus am Wochenende? Wetter soll schön werden bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich bin dabei. Wir haben letztes Wochenende schon den Grill sauber gemacht. Aha. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kann es losgehen. Oder schon eingekauft? Noch oder nicht. Oder macht das spontan morgen oder was? Das lasse ich immer machen. Ja, du weißt ja, ich komme ja nur dann am Wochenende nach Hause. Das ist wohl richtig, aber dann wartet zumindest das Grillgut doch schon mal im Kühlschrank. Zur Not wird morgen gemeinsam eingekauft. Ja. Vielleicht möchten Sie auch einkaufen und ich möchte wetten, dass da nicht nur jetzt am kommenden Wochenende das Wetter soll so toll werden, die Möglichkeit zum Grillen für Sie bestehen wird, sondern wahrscheinlich auch noch über den ganzen Sommer verteilt. Und wenn es da mal zu einer schönen Grillparty kommt und Sie mal was Außergewöhnliches haben möchten für Ihre Gäste, dann bestellen Sie sich das Brandeisen doch ganz einfach mit dazu. Bitte, wenn Sie die Buchstaben tauschen, sind Sie erwachsen genug, das zu tun, wenn das Grilleisen oder das Brandeisen erkaltet ist. Weil das wird ganz schön heiß, das ganze Ding. Aber ist doch eine wirklich coole Geschichte. Was steht da jetzt drauf? Pearl TV. Pearl TV. Wie auch innovativ. Cool. Auch richtig cool. Ja. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Man kann einfach schreiben, was immer man auch möchte und dann einfach mal schön auf Steak draufhauen. Das ist doch toll. Ja, ich gucke hier gerade mal, diese einzelnen Buchstaben, das sind so kleine Buchstaben, die werden wie früher im Buchdruck, werden die gesetzt, dann fixiert. Ja, und wie gesagt, das Ganze dann einfach nur noch in die Glut reinhalten, dass das Ganze schön heiß wird und dann auf das Stück Fleisch
draufsetzen. So sieht das Ganze aus. Hier sind die einzelnen Elemente. Wir haben es jetzt hier mal in so einer kleinen Schachtel für Sie mit dabei. Wie gesagt, mit Leerzeichen und so weiter. Alles komplett mit drin. Jetzt habe ich hier gerade mal eine sehr interessante Kundenstimme gefunden. Mal unabhängig vom Grillen oder vom Markieren des Grillguts sozusagen, benutzt es der Gebhardt aus Waldhufen zu diversen anderen Gelegenheiten. Ich benutze das Produkt zum Kennzeichnen diverser Gebrauchsgegenstände. Hier 3D-Schaumstofftiere für Bogenschießen. Dazu erwärme ich es mit einem Gasbrenner. Also nicht nur fürs Grillgut. Auch mal zu markieren. Ich sag mal, gerade auch wenn du jetzt immer eine Markierung auf Holz oder sowas machen möchtest, ist das bestimmt auch möglich. Gedacht ist es eigentlich als Barbecue-Brandeisen mit wechselbaren Buchstaben. Wie cool ist das denn? Liegt bei den Kollegen von Pearl.de bei knapp 20 Euro. Ist auch ein absoluter Preishit an dieser Stelle, beziehungsweise ein Premium-Artikel. Das heißt, ist sehr häufig bestellt und am besten bewertet. Klar, sowas ist natürlich auch relativ einzigartig, muss ich zugeben. Habe ich auch an keiner anderen Stelle bis jetzt jemals gesehen. Ein Barbecue-Brandeisen mit insgesamt 80 Buchstaben. Wir sind im Countdown auf der 10 und deswegen bekommen Sie natürlich diesen Artikel für gerade mal 10 Euro. Und bitte, wir haben zwar eine Schnäppchenshow bei der Countdown-Show, aber Sie dürfen natürlich gerne auch mehrmals zugreifen. Ist natürlich auch mal ein Riesen-Gag, mal eine schöne Geschenkidee oder was, wenn Sie das nächste Mal zum Grillen eingeladen sind. Ich glaube, da freut sich jeder drüber. Bestellnummer ist die NC3000. Und bitte die 569 nicht vergessen. Und dann gehört das gute Stück bald Ihnen. Und unser Countdown geht jetzt weiter mit der 9. Richtig zur Einstimmung auf einen ganz besonderen Wettbewerb in diesem Sommer. Sie wissen, es gibt ein bisschen was zu gucken im Bereich Fußball. Und das findet auch noch in Deutschland statt, damit Sie sich ein bisschen einstimmen können. Das Ganze vielleicht schon mal im Wohnzimmer ausprobieren, wie denn hier am besten gekickt werden kann. Haben wir jetzt ein Indoor-Fußballspiel, quasi für alle glatten Flächen. Draußen, möchte ich wetten, funktioniert es auch noch. Bestehend aus einem Luftkissenball. Das hört man auch so ein bisschen vom Summen her. Das Ganze noch cool beleuchtet und diese beiden coolen Tore mit dazu. Jetzt weiß ich gar nicht, gebe mal die Frage an die Regie, ob wir das Ganze mal testen können da vorne. Haben wir da eine Kamera, die uns, die wir da, wir improvisieren, das machen wir. Komm, wir nehmen die Tore mit. Ja. So, du hast den Ball. Und dann gehen wir mal in die erste Halbzeit rein. So, wie cool, auf, die haben auch noch Saugnäpfe dran. Saugnäpfe dran zum Befestigen. Hat übrigens auch noch einen Rammschutz an der Seite, so eine Gummileiste quasi drumherum, wenn man hier mal irgendwie den Schrank oder sowas treffen sollte. So. Ja, ist ja richtig. So, funktioniert, wie gesagt, auf allen glatten Flächen. Super natürlich auf einem PVC-Boden, auf einem Laminatboden, auf Fliesen, möchte ich wetten, funktioniert das auch. Ja. Und ich kann mir vorstellen, es ist doch ein Riesengag für jeden fußballbegeisterten Menschen, oder? Oder auch für diejenigen, die mit Fußball gar nichts am Löffel haben. Macht doch Spaß. Das macht richtig Spaß, aber ich würde auch gerne ein Tor machen. Du würdest gerne mal Tor schießen? Ja. Okay, warte. Ich bin ein miserabler Torwart, Achtung. Aber es war knapp. So, das war ein Einwurf. Nein! Das gibt's doch nicht. Das war eine Körperdrehung. Hast du das gesehen? Diese Finte und dann dieses Abziehen mit dem Spann. Das war schon mal großartig. So, jetzt Achtung. Ausgleich 1:1. Wir schreiben die 92. Minute der Verlängerung. Es geht um nichts anderes als den Pearl-Pokal und zack. Ja, siehst du, da hast du natürlich überhaupt keine Chance. Ich bin der Meister. Sehr gut, so das sieht auf jeden Sieger Fall Spaß. Aus. Aber ist doch wirklich ein Riesengag, oder? Auf jeden Fall. Macht richtig Fall. Spaß, verkratzt du nichts, machst du nichts kaputt. Auch wenn das mal gegen Möbel kommt, das ist ja hier mit Styropor außen drum, da passiert dieser, gar nichts. Dieser Bumper an der Seite dran, da kann nichts mehr passieren. Ich finde die Beleuchtung von dem Ding auch cool. Ja, diese LED-Beleuchtungen da. Ja, die sieht sehr gut aus. Im Halbdunkel oder sowas. Ja? Ah! Das war der Pfosten. Pfosten, ja, das ist das Los der Kölner. Ist ein Riesengag, wird gerne bei uns bestellt, aber normalerweise eben für diesen Preis nicht wirklich zu haben. Also hier können Sie wirklich mal einen Schnapper machen für 9 Euro, ich bitte Sie. Tada! Das gibt's nicht, 2:2. 2:2, dann geht's jetzt um den Ausgleich. Jetzt geht's ab. Dann geht es jetzt um, ja, Sudden Death. Moment, komm. Versuch's nochmal, schnell. 3:2, quasi mit dem Schlusspfiff.
Es ist eine Krux, aber es macht unglaublichen Spaß. Lohnen Sie sich das für Ihre Kinder. Wenn die Enkel mal kommen am Wochenende oder was zu Besuch kommen, dann packen Sie einfach mal die beiden Tore aus. Machen mal den Indoor-Fußball an und dann wird mal ordentlich gekickt. Und zwar so, dass eben nichts zu Bruch geht. Haben wir bei uns für gerade mal 9 Euro in der Countdown-Show aufgrund der Countdown-Position Nummer 9. Normalerweise um die 20, heute kriegen Sie es für 9. Das ist wirklich mal ein Riesen-Gag und ein Riesenspaß. Die NX 6207 und die 569. Und unser Countdown geht weiter mit der 8. Jetzt haben wir sportlich betätigt. Ja, das war toll. Jetzt gehen wir mal nach draußen, denn die Outdoor-Saison hat angefangen. Aber ich möchte wetten, dass man vielleicht hier und da mal von einer Regenschauer erwischt wird oder vielleicht mal ein paar Sachen dabei hat, die vielleicht nicht unbedingt nass werden sollten. Trotzdem möchte man sie irgendwie transportieren. Und deswegen möchten wir Ihnen unseren wasserdichten Packsack vorstellen. Den finde ich übrigens ganz hervorragend. Der ist aus so einer LKW-Plane, sagt man, so einer strapazierfähigen Industrieplane. Ich will nicht sagen unkaputtbar, aber doch ausgesprochen robust. Also da müssen Sie wirklich schon einiges machen, damit Sie die überhaupt kaputt bekommen. Auf jeden Fall ist sie reißfest. Und da passt natürlich eine ganze Menge rein. Das kann man auch beziffern. Insgesamt haben Sie 10 Liter Füllvermögen hier drin. Und das ist natürlich großartig für all die Dinge, die A, nicht kaputt gehen sollen und B, die auch nicht nass werden sollen. Ich denke da jetzt beispielsweise mal an den Ausflug mal zum Baggersee oder was, wo es natürlich auch mal staubig und sandig und so weiter werden kann. Vielleicht auch mal im Urlaub an den Strand, wenn Sie mal so ein Handy dabei haben oder mal andere Dinge, die eben, wie sagen wir, aus ein bisschen Technik bestehen, die nicht gerade nass oder staubig werden sollten. Die passen da ganz hervorragend rein. Auch im Segelsport zum Beispiel, alles was mit Booten zu tun hat oder vielleicht auch mal beim Wintersport, wenn Sie da mal unterwegs sind. Da hat man ja auch eher eine feuchte Umgebung, da ist doch sowas großartig. Finde ich mal richtig peppig gemacht hier, oder? Ja, die Farbe, die spricht mich auf jeden Fall schon mal direkt an. Und du hast es schon gesagt, es ist echt so, dass es manchmal regnet, gerade hier bei uns. Das kommt ja gelegentlich vor. Und manchmal auch echt doll. Deshalb finde ich das super, dass man hier einfach alle Sachen reinmachen kann, die geschützt werden. Ja. Aber ich bin früher auch mal Kanu gefahren. Auch cool. Und da hatten wir auch genau solche Säcke mit dabei, damit unsere Wertsachen da auch, falls mal Wasser reinkommt, nichts passiert. Das ist auch klasse. Oder mal trockene Sachen. Ja, genau. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo draußen unterwegs mit dem Kanu fahren, wird man ja doch gezwungenermaßen ab und an mal nass. Genauso wie beim Segeln oder beim Bootfahren, auch beim Tretbootfahren zum Beispiel. Und wenn man sich da mal ein paar trockene Socken oder mal ein trockenes T-Shirt oder mal ein Handtuch oder was mitnehmen möchte, ist das doch mal eine richtig coole Angelegenheit hier. Mit Schultergurt verstellbar das Ganze natürlich. Und unsere Kunden sind voll des Lobes. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, gefällt mir sehr gut. Und für längere Touren werde ich mir nächstes Jahr hier sicher noch einen größeren bestellen. Der Jan ist aus Kiel und der Lars aus Springe hat ihn auch getestet. Wir nutzen dieses Produkt als wasserfeste Verpackung für persönliche Reservekleidung der Wachmannschaft auf der Feuerwache. Ach, die haben natürlich auch sehr viel mit Wasser zu tun. Ja, und wenn du da mal so einen Schlauch anmachst oder was, bist du wahrscheinlich froh, wenn du danach irgendwo mal was Trockenes zum Anziehen dabei hast. Hier wird nichts nass, hier ist alles staubgeschützt. Und übrigens, wenn Sie den Beutel richtig verschlossen haben, ist der sogar noch schwimmfähig. Das heißt, gerade wenn wir vom Wassersport sprechen, wenn es da mal rausgeht oder sowas, oder mal auf einem Tretboot oder, oder mal auf so einer Schwimminsel oder so. Ja, wenn der mal ins Wasser fällt, dann schwimmt der oben und geht nicht gleich unter. Wie ein Stein. Muss ich zugeben, habe ich so in dieser Form bei uns auch noch nicht gesehen. Der ist mir gänzlich neu. Ja, der ist aber super. Und das hier für 8 Euro ist fantastisch. Klasse, oder? Also unbedingt zugreifen, vielleicht auch gleich mehrfach bestellen, die ganze Familie ausstatten. Da machen Sie auf jeden Fall alles richtig. Ja, also eine richtig coole Angelegenheit. Wie gesagt, äußerst strapazierfähig und vor allen Dingen wind- und wetterfest. Und selbst wenn er mal ins Wasser fallen sollte, macht diesem Beutel das überhaupt nichts aus. Das bleibt also alles trocken, was mit dabei ist. Also wenn Sie Wassersport vorhaben oder wenn Sie auch mal rausgehen, wenn Sie vielleicht Sachen mit dabei haben, die einfach ein bisschen sensibler sind, packen Sie die da rein, dann passiert nichts. Bestellnummer ist die NX 7746 und die 569. Wir sind im Countdown auf der 8, deswegen bekommen Sie diesen wasserdichten Packsack mit 10 Liter Fassungsvermögen für gerade mal 8 Euro. Und unser Countdown geht weiter mit der 7. Für einen ganz schmalen Taler etwas anbieten, was eigentlich in keinem Haushalt fehlen darf. Nicht eigentlich, es darf in keinem Haushalt fehlen. Ich behaupte mal, dass man immer mal irgendwo was zu reparieren hat, dann wackelt mal da was, dann möchte man da wieder was machen und so weiter. Aber man rennt doch gefühlt irgendwie für jeden Nagel und für jede Schraube irgendwie in den Baumarkt, oder? Ja, und
das ist momentan wirklich, da ist die Hölle los auf dem Baumarktparkplatz allein schon und auch drinnen. Also ich kann Ihnen das nicht empfehlen und generell ist das ja auch wirklich ätzend, wenn man was wieder anbringen möchte, dass man dann erstmal losfahren muss. Sich die Schrauben holen, hier haben Sie wirklich alles mit dabei und wie viel bekommen wir denn hier? So zwischen den Zeilen höre ich raus, du bist ein bisschen umzugsgeschädigt, du bist vor kurzem umgezogen. Ja. Ja, und wenn da irgendwie eine Schraube nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte, ja, wenn man Möbel ab und wieder aufbaut, dann hat man natürlich hier mal eine schöne Reserve drin. Sind übrigens, um deine Frage zu beantworten, 545 Teile. Wir reden von Holzschrauben im kompletten Set. Natürlich hier super sortiert in den einzelnen kleinen Fächern, dass man direkt sieht, okay, welche Größe habe ich denn jetzt eigentlich hier, welche Länge habe ich denn hier. Es sind 3 Ausführungen und 5 verschiedene Stärken. Und ich bleibe dabei. Ja? Selbst wenn du mal ein Möbelstück reparieren möchtest, mal so ein Küchenschrank oder was, der vielleicht im Laufe der Zeit so ein bisschen gelitten hat. Mitunter zieht da auch etwas die Feuchtigkeit rein, dann verzieht sich mal sowas, da ist vielleicht mal ein Brett etwas lose, dass man einfach mal eine vernünftige Schraube reindrehen möchte. Wenn man gerade jetzt im Frühjahr oder was man das ein oder andere Projekt verwirklicht, ja, vielleicht mal ein Gartenhäuschen baut oder mal was für die Kinder in den Garten baut oder sowas, da kannst du immer mal einfach vernünftige Schrauben gebrauchen. Und hier mit über 500 Teilen, 545 Teile, ist immer die passende Schraube mit dabei. Ja, da habe ich schon 2, 3 gesehen, die könnte ich zu Hause auch schon gebrauchen. Ja. Die kleinen hier, die sind sehr häufig, ne? Also eine klassische Standardschraube, so 3-4 Zentimeter lang, haben wahrscheinlich viele zu Hause. Aber die ganz kleinen Dinger jetzt hier, mal für so eine Rückwand von so einem Schrank, finde ich die super. Mhm. Ja. Du hast recht, braucht man auf jeden Fall immer zu Hause. Ja. Da muss man sich es auch nicht mehr ausleihen vom Nachbarn oder so. Also ich finde das wirklich super. Ist schon klasse. Ja. Und vor allem, wenn du es mal mitnehmen möchtest, das Ganze ist entsprechend gut sortiert. Da ist der Deckel drauf und so weiter. Also da kann es auch ruhig mal ein bisschen zur Sache gehen. Ist trotzdem sehr überschaubar. Das heißt, hier passt das Ganze mit Sicherheit auch mal in eine Werkzeugkiste oder sowas rein. Und wenn Sie mal unterwegs sind damit und da was machen möchten, Schrebergarten beispielsweise oder so, haben Sie da die entsprechenden Schrauben. Du, weil den Schrauber haben. Ja, was fehlt? Ich habe ganz viele Schrauben. So ein cooles Bitset wäre noch klasse jetzt dafür, oder? Stimmt. Geduld. Echt? Ja, das wäre natürlich. Das wäre top. Unsere Kunden sind ebenfalls begeistert zum Thema Schraubensortiment. Der Mirko beispielsweise aus Bayreuth schreibt uns jetzt hier zu diesem Thema. Wer eine passende Schraube sucht und die Auswahl haben möchte und zu keiner XXL-Packung greifen möchte, der ist hiermit bestens bedient. Die Erfahrung teile ich mit Ihnen, lieber Mirko. Wenn man da in den Baumarkt geht und da mal so einen Schraubensatz haben will, du kriegst entweder so einzelne oder eben gleich so ein Pack mit, weiß ich nicht, 800 Schrauben oder sowas drin. Jetzt brauchst du nur 3 oder 4 Stück oder was davon. Ja. Ja, da musst du nicht gleich ein Heidengeld ausgeben. Da hast du hier mal eine schöne Grundausstattung an Schrauben. Und wenn es was zu Schrauben gibt, wird da vielleicht auch für Sie die passende Schraube mit dabei sein. Alle Schrauben übersichtlich im Köfferchen für den Bastler griffbereit, weiß auch der Roman aus dem schönen Wien zu berichten. Das ist so eine Basisausstattung für jeden ambitionierten Hobbyhandwerker zu Hause. Und ich glaube, gerade jetzt so ins Frühjahr hinein wird der Winter so seine Spuren hinterlassen haben. So langsam werden sie sichtbar. Und wenn man da mal das eine oder andere reparieren möchte, vielleicht auch mal den Gartenzaun mal wieder vernünftig kippelfest oder wackelfest machen möchte, mal die eine oder andere Schraube reindrehen will, damit es wieder manierlich aussieht und eben nicht mehr wackelt, wenn Sie da bestimmt fündig werden. 545 Schrauben für gerade mal 7 Euro, Sie hören richtig. Aber auch nur deswegen, weil wir im Countdown auf der Position 7 sind. Bestellnummer ist die PE 4688 und die 569. Und unser Countdown geht jetzt weiter mit der 6. Als hätte ich geahnt. Ja, weil das hast du sehr gut gemacht. Ja, wir sind heute sehr werkzeuglastig, ist Quatsch, aber wir haben heute unglaublich viele praktische Artikel mit in der Countdown-Show mit drin. Und neben diesem Schraubenset, was ich wirklich sehr sensationell finde, ist recht für 7 Euro, brauchen Sie vielleicht auch noch ein paar passende Bits. Alles, was Sie dafür natürlich brauchen, ist ein vernünftiger Akkuschrauber, klar. Oder so ein Handschrauber. Die meisten werden das mit dem Akkuschrauber benutzen. Aber man hat ja, ähnlich wie bei den Schrauben, auch ja irgendwie nie so wirklich den passenden Bit zur Hand. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, hast du einen 20er Torx zu Hause? Ich müsste mal in der Krabbelkiste gucken, ob da noch irgendwas drin ist von den letzten 3-4 Malen, wo man sich da so ein bisschen was zusammengesucht hat. Ja, oder dass man mal eine vernünftige Schlitzschraube oder sowas hat oder reindrehen kann. Das alles ist natürlich hier komplett mit drin. Ich finde dieses Teil unglaublich knuffig, schön handlich und vor allen Dingen unglaublich praktisch. Und ich mag auch diesen Verschluss hier. Komm hier. Zack, na, Moment. Super. Jetzt geht, Demonstrationsbeispiel, Moment. Ah.
Schmetterlingseffekt. Guck mal, gleich auf Anhieb. Geht so schön auf, wie so eine automatische Tür. Hier natürlich die Bits auch hervorragend beschriftet, dass man direkt sehen kann, welche Schraube habe ich denn jetzt hier oder welche Größe habe ich denn jetzt eigentlich, auch farblich übrigens sortiert. Das kann man hier mal sehr schön sehen, dass man direkt sieht, welches Profil habe ich denn hier. Also das ist wirklich durchdacht und die Bitaufnahme natürlich ebenfalls mit dabei. Und das passt natürlich alles in jeden handelsüblichen Akkuschrauber mit rein. Finde ich eine sehr knuffige Angelegenheit, denn das ist häufig das zweite Problem. Neben einer passenden Schraube hast du vielleicht nicht den passenden Bitaufsatz. Und ich glaube, allein um bei deinem Umzug zu bleiben, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Schraubenprofile. Ja, die kannte ich gar nicht alle. Ja, ja. Und das ist wirklich fantastisch, auch gerade natürlich, wenn man das alles zu Hause hat. Aber du hast das auch schon gesagt, das ist sagenhaft, wie viel man allein an einer Schublade, an einem Möbelstück für verschiedene Schrauben hat, da dreht man dann echt durch. Aber wenn Sie sich das bestellen für 6 €, das ist doch wirklich super. Schauen Sie mal, wie das aufgeht. Hast du immer was Passendes zur Hand. Ist vielleicht auch mal eine schöne Geschenkidee mal für einen ambitionierten Heim- oder Handwerker. Das ist so eine Basisausstattung, die man mit Sicherheit entweder mal in der Werkzeugtasche oder eben auch mal im Werkzeugkoffer immer mal dabei haben sollte. Wenn es eben mal ans Schrauben geht, hat man den passenden Bit zur Hand. 18 Bits sind übrigens drin. Plus der entsprechende Bithalter, übrigens auch magnetisch gemacht, dass man auch hervorragend über Kopf damit arbeiten kann. Passt in jeden handelsüblichen Akkuschrauber, Akkubohrschrauber ohne weiteres mit hinein. Und ich glaube, die lästige Sucherei nach dem passenden Bitaufsatz zur Schraube entfällt hier. Übrigens aus Chrom-Vanadium, also aus richtig guter Werkzeugstahl, den wir hier haben. Das merkst du schon, wenn du die anlangst hier. Also das ist schon etwas, was du auch lange Zeit nutzen kannst. Viele billige Bits oder was, wenn du die mal jetzt mal für Nice Price oder so mal mitnimmst. Die hast du 2-3 Mal benutzt, dann sind die schon durchgedreht. Also das hier auch von der Qualität her klasse, soll man gar nicht glauben, bei einem Preis von gerade mal 6 €. Der Peter aus Schkupau, S-C-H-K-O geschrieben, Schkupau, glaube ich, so heißt das, schreibt uns besonders gut die hervorragende Härte des Stahls und die Passform für die Schrauben. Und der Melvin aus Ratingen, das ist wiederum leicht, schreibt uns sehr gute Verarbeitung der Bits. Die Box überzeugt durch ihre hochwertige und funktionale Handhabung. Empfehle dieses Produkt sehr gerne weiter. Ich mag dieses Mini-Format und trotzdem hat man alles schön übersichtlich. Nochmal alles schön farblich sortiert, dass man genau weiß, aha, das Profil hat die Farbe Rot, Blau, Gelb, Grün, und um ein Beispiel zu bringen. Die passenden Größen sind auch noch beschriftet und ich behaupte mal so, ja, noch ein Großteil der in Frage kommenden Schrauben können Sie mit diesem Bitset ohne weiteres rein bzw. wieder rausdrehen. Bestellnummer ist die NX5205 und die 569. Bestellen Sie gerne mehrmals, auch für einen guten Freund vielleicht gleich mit. Und wir machen weiter im Countdown mit der 5. Ehrlich gesagt, in der Vorbereitung im Rechner angeguckt. Live habe ich sie nicht gesehen, aber ich möchte wirklich kenne sie. Ja, ja. Die hast du, oder? Das sind meine. Richtig. Genau diese habe ich mir vor geraumer Zeit mal bestellt. Als, ja, ja. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Ich habe die Fernbedienung. Ich arbeite hier. Ja. Das sind Unterbauleuchten, so werden die genannt. Ich sage immer ganz gerne LED-UFOs dazu. Das ist so eine Beleuchtung, die wird ganz einfach hier mit einer Batterie bestückt. Ich glaube 2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele reingehen. Und dann haben Sie hier Licht, wo immer Sie Licht brauchen und nicht dort, wo Sie Licht zufällig einsetzen können, weil Sie gerade eine Steckdose in der Nähe haben. Die funktionieren also wirklich überall. Ich habe mir die mal gekauft, weil ich eine Fernsehwand habe mit 2 Schränken drin, mit einem Glaselement. Ich war aber zu geizig, die Schrankbeleuchtung dazu zu kaufen. Mhm. Und insofern habe ich mir gedacht, irgendwann möchtest du vielleicht auch ganz einfach mal die Farbe verändern. Und genau deswegen habe ich mich für diese LED-UFOs oder Unterbauleuchten entschieden. Denn die können nicht nur weiß, ja, die können in verschiedenen Farben leuchten. Ja, das ist schon eine richtig coole Angelegenheit. Ich persönlich mag ja diese warmen Farben ganz gerne. So ein schönes Rot oder so ein Gelb. Das gibt so eine schöne gemütliche Raumfarbe. Da vielleicht noch mal irgendwo eine Kerze an oder irgendwie sowas. Sieht einfach nur klasse aus. Ich glaube, du bist ein Fan eher von den kühleren Tönen, oder? Das stimmt. Also hier dieses Lila finde ich hervorragend schön. Ja. Aber auch mal hier diesen Farbwechsel, den habe ich gerade angemacht. Ist auch peppig, ne? Dann sehen Sie nämlich mal, was es für Farben alles gibt. Also es ist wirklich hervorragend.
Und eben auch die Anbringung ist super leicht. Das gefällt mir. Einfach mal schöne Akzente setzen, vielleicht auch mal in der Vitrine, wo sie irgendwie ein schönes Modellauto drin haben oder was auch immer. Einfach mal in Szene setzen. Das sieht toll aus. Ich weiß, ich habe einige künstliche Pflanzen bei mir zu Hause. So kleine Gräser schön. Und so weiter. Ich finde die immer sehr schön. Und sowas mal auf grün eingestellt, in den Topf von der Pflanze eingelegt, von unten beleuchtet. Das sieht richtig cool aus. Mal hier und da mal so kleine Lichtakzente. Es muss dann immer gleich das große Licht sein, was ja sowieso häufig zu ungemütlich ist. Einfach mal hier und da mal eine kleine Farbe ins Spiel bringen. Gibt ein bisschen Pep. Ist jetzt ein Dreier-Set inklusive Fernbedienung, wo Sie die Farbgebung ganz einfach mit der Fernbedienung einstellen können. Oder es ist eben nicht nur Rot, Grün, Blau, Gelb, sondern noch sehr viele Farben mehr. Weiß natürlich auch, klar, lässt sich auch einstellen. Mit Timer-Funktion, ich meine 4 und 6 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. 4 und 8. 4 und 8 Stunden, ja. Mhm. Das Ganze natürlich auch ganz einfach mal vom Sofa aus oder vom Tisch aus an oder abschaltbar. Also wirklich klasse. Und vor allen Dingen können Sie die erweitern. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich habe 4 gebraucht, deswegen habe ich mir 2 Sets bestellt. 4 für die Schränke, 1 oben, 1 unten jeweils. Und dann nochmal 2 weitere für die Blumenkästen. Das sieht einfach cool aus. Ja. Wenn Sie jetzt 2 bestellen davon, dann können Sie beispielsweise 6 Stück auch mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Das funktioniert also auch hervorragend. Habe ich seit, ach Gott, ich glaube seit mit Sicherheit schon über 2 Jahren oder was bei mir im Gebrauch. Und sie funktionieren immer noch wie am ersten Tag. Lassen Sie übrigens ganz einfach mit einem Doppelklebeband überall dort befestigen, wo man sie haben möchte. Auch über Kopf. Sehr gut. So schwer sind sie gar nicht. Finde ich immer praktisch. Ja. Also mal eine schöne Beleuchtung. RGB-LED-Unterbauleuchten als Dreier-Set. Hier nochmal einige Beispiele zum Dekorieren für Sie. Also da werden Sie mit Sicherheit Ihre Verwendung für finden. Ich finde die wirklich klasse. Und erst recht für 5 Euro sind die fast hinterhergeworfen. Richtig gutes Angebot. Ich habe 2 Leuchten an Unterbauschränken in der Küche angebracht. Schreibt uns auch der Kurt aus Lübeck. Und eine im Bad nahe der Dusche. Bei grünem Licht zu duschen ist Entspannung pur. Das habe ich zugegebenermaßen noch nicht ausprobiert. Das hole ich aber definitiv nach. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine. Bestellnummer für das Dreier-Set mit Fernbedienung ist die NX6896 und die 569. Der Preis gerade mal 5 Euro. Und wir machen weiter im Countdown mit der 4. Schrieb uns für die Tochter in so einer Puppenstube. Ja, eine schöne toll. Beleuchtung oder so. Warum denn nicht? Ja. Aber wir sind schon im nächsten Artikel und da bin ich jetzt selber mal richtig gespannt drauf. So was Cooles habe ich ehrlich gesagt noch in keinem Schreibwarengeschäft gesehen. Mhm. Dass man mal in einem Schreibwarengeschäft, selbst im Supermarkt, mal irgendwo einen Kugelschreiber zum Notizen machen oder sowas kaufen kann, das ist klar. Aber einen 7-in-1 Kugelschreiber habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Der ist perfekt für die Schule, aber ich würde auch mal sagen, fürs Büro oder auch mal für eine Baustelle. Ach, da hast du den. Da habe ich den versteckt. Mit dem ja, so Silber auf Silber ist natürlich peppig gemacht. Ja, mit so einem Clip dran kannst du mal mitnehmen. Das Coole ist, der hat verschiedenste Funktionen. Klar, Kugelschreiberfunktion, damit sie schreiben können. Übrigens mit einer austauschbaren Mine. Dann hat der irgendwo einen Touchpen. Wo ist der? Den kann man doch auseinanderdrehen. Ja, richtig. Ne? Lass mal gucken. Hier entdeckt er selber. Also vorne die Spitze abdrehen. Mhm. Ne? Mal gucken, ja. Also ein Touchpen hat er, wenn Sie also auf so einem, wie sagt man so schön, kapazitiven Bildschirm auf Ihrem Smartphone beispielsweise mal nicht mit den Fingern rumtatschen wollen, sondern vielleicht mal etwas punktgenauer damit arbeiten wollen. Ist das möglich? Dann haben wir einen Schraubendreher mit da drin. Kreuzschlitz. Vor allem ein ganz kleiner. Super. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass die Schrauben immer kleiner werden. Gerade so bei Spielzeug oder bei elektrischen Artikeln und so weiter. Wenn du die mal aufschrauben möchtest, hast du immer die ganz kleinen Schrauben. Da brauchst du schon fast Spezialwerkzeug. Hier hast du es. Dann haben wir ein Lineal mit drauf, was ich auch sehr cool finde. Ja. Bis 7 cm. Immer wenn man eins braucht, hat man ja kein Lineal zur Hand, oder? Das ist richtig. Ja? Braucht man öfter, als man denkt. Immer so Pi mal Daumen. Man sagt Daumenbreite, so 1,5 cm. Aber ist ja eigentlich eher eine grobe Schätzung. Ich bin meine Möbel abgelaufen zu Hause. Also, frag ein nicht. Meter. 2 Meter. Ja, ja. Und ein Kapselheber ist auch noch mit dran hier im hinteren Teil. Das heißt, so ein Flaschenöffner, also mal eben zack, mal auf einer Baustelle oder wenn Sie im Outdoor-Bereich unterwegs sind, mal eben so eine Flasche Cola oder Limo oder irgendwie sowas öffnen. Das geht natürlich damit ebenfalls ganz hervorragend. Fasst sich super an, ist eine super Haptik, ist eine schöne Aluminiumausführung und sieht gut aus, finde ich. Sieht richtig toll aus, auch noch hier mit diesem Clip dabei, dass man den auch mal wo dran stecken kann. Das gefällt mir und natürlich auch der Flaschenöffner. Ja, das sind so auch so Kleinigkeiten. Mhm. Ja, manch einer versucht es dann mit dem Feuerzeug, das ist dann kaputt mit der Tischkante, dann haben sie eine Katsche drin und so weiter. Ich sage mal, einen vernünftigen Flaschenöffner zur Hand.
wann immer Sie einen brauchen. Idealer Begleiter auf Reisen schreibt uns auch der Martino aus Edingen-Neckarhausen. Der Touchpad ermöglicht schnelles, zielgenaues Tippen von Nachrichten auf dem Smartphone. Mit der Ständerfunktion ersetzt das Smartphone den Wecker. Ah, eine Standfunktion ist auch noch mit dabei. Kann man das Handy so reinstellen, dass es so leicht aufrecht steht. Der Flaschenöffner ist unterwegs ebenfalls höchst nützlich und einen Kugelschreiber braucht man ohnehin immer. Und in jedem einzelnen Punkt gebe ich dem Martino locker recht. Also für alle möglichen Bereiche des täglichen Lebens ist das Ding super geeignet. Unser 7-in-1 Kugelschreiber für gerade mal 4 Euro. So funktioniert das mit dem Aufsteller da. So, hier der Kapselheber. Für mich persönlich neben der Kugelschreiberfunktion mit der coolste Artikel. Gerade so im Outdoor-Bereich, da muss man nichts extra mitschleppen. Den Kugelschreiber hat man vielleicht sowieso irgendwo dabei. Und dann ist hier auch noch der entsprechende Kapselheber mit drin. Lineal und so weiter, auch alles mit drin. Und das für gerade mal 4 Euro. Sie können übrigens gerne auch hier bis zu fünfmal pro Besteller zugreifen. Das heißt, also auch wenn Sie einen Bekannten haben, einen Freund haben, wo Sie sagen, Mensch, der mag solche Gimmicks, der steht auf so außergewöhnliche Sachen, dann bestellen Sie es auch gerne 2-3 Mal. Ich glaube, für 4 Euro ist das alles überschaubar. NX 9465 und die 569. Und wir sind auf dem Treppchen unseres Countdowns angekommen, auf der 3. Wir sind ja nur wirklich fast in der Urlaubszeit angekommen, oder? Osterferien haben wir aktuell noch, ja? Jetzt ist wahrscheinlich nur für viele das Problem, wohin denn eigentlich mit dem Bargeld, mit wichtigen Dokumenten und so weiter, mit der Türöffnerkarte für die Hoteltür. Oh ja, ja? Stimmt. Wir Männer, wir neigen ja dazu, das alles immer im Portemonnaie zu verstauen, das Portemonnaie immer hinten rechts in die Hosentasche. Ja. Das sieht man ja auf 100 Meter. Ja, dass da ein Portemonnaie drin steckt. Kann man auch schnell rausziehen. Genau so ist es. Gerade so in diesen Ballungsraumgebieten, gerade in so einer Touri-Hochburg oder sowas, wenn wir da jetzt nochmal an Mallorca, an die Strandpromenade oder sowas denken, wo Hunderte, wo Tausende von Menschen unterwegs sind, da wird nicht gleich jeder nur Gutes im Schilde führen. Mitunter sind sogar Typen dabei, die können Ihnen von einem Handy aus per App die Chips von Ihrer EC-Karte auslesen. Sie haben das bestimmt auch schon mal versucht, mit der EC-Karte zu bezahlen. Einfach durch drauflegen oder in die Nähe eines Kartenlesegerätes halten. Und bis zu 50 Euro wird Ihnen in der Regel noch nicht mal die PIN-Nummer abgefragt. Das wissen Langfinger natürlich auch. Und heutzutage klaut man nicht einfach nur noch Gegenstände aus irgendwelchen Taschen. Heutzutage macht man das Ganze sogar elektronisch. Ja. Das ist hiermit nicht möglich, denn hier haben Sie einen sogenannten RFID-Schutz, der genau dieses elektronische Auslesen von Daten, quasi das digitale Beklauen von fremden Menschen schlichtweg unterbindet. Viele Portemonnaies haben das heutzutage auch. Nur wie gesagt, ein Portemonnaie ist natürlich auch mal schnell aus der Hosentasche gezückt. So wie du es trägst, trägt es gar nicht wirklich auf. Das könnte ich mir auch mal unterm T-Shirt vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das schon gezeigt. Das ist super angenehm, auch von der Rückseite. Es ist so ein angenehmer Stoff. Ich würde schon so sagen, Fließstoff. Super angenehm. Kann man natürlich unter der Kleidung tragen. Das macht auch am meisten Sinn. Und dann hat man hier zwei Fächer, wo echt einiges reinpasst. Diese Schutzfunktion finde ich natürlich fantastisch, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das vielleicht auch gar nicht dann erstmal mitkriegt, dann wieder nach Hause fliegt und dann ist vielleicht einfach einiges abgebucht. Das wollen wir alles nicht, also ich finde das super. Also grundsätzlich auch mal, wie gesagt, so ein paar Unterlagen. Und jetzt, gut, ich weiß gar nicht, ob es noch Traveler-Checks oder sowas gibt, aber mitunter auch mal Bargeld oder was. Man muss ja immer gleich ein Portemonnaie mitschleppen. Vielleicht auch mal in anderen Ländern, mal außerhalb des Euros, mal mit anderen Geldscheinen zu bezahlen. Hier sieht man es eben nicht direkt, wenn man so eine eng anliegende Urlaubs- und Reisebauchtasche vielleicht auch mal unterm T-Shirt trägt. Und trotzdem ist Platz für allerlei Gegenstände, die man eben gerne mal mitnehmen möchte und die man auch gerne wieder mit nach Hause nehmen will. Das Ganze natürlich mit einem verstellbaren Gurt auf Ihre Größe einstellbar und gute Verarbeitung erscheint uns auch der Andreas und Passform gerade für den Urlaub zu empfehlen, damit alles Wichtige direkt am Körper tragen kann. Sie denken bitte dran, dass Sie auf Position Nummer 3 nur noch einmal pro Besteller zugreifen dürfen, aber die 3 Euro sollte es Ihnen wert sein mit der NC8907 und der 569 und wir machen weiter mit der 2. Jetzt muss ich schon lachen, obwohl ich noch gar nicht wirklich hingeguckt habe. Ein Artikel, der immer wieder unglaublich witzig daherkommt. Also, wo kriegt man solche, sagen wir mal, Scherzartikel?
Also wenn ich Ihnen jetzt sage, wir verkaufen Ihnen bei Pearl TV also auch Klopapier oder Toilettenpapier, ja, dann meine ich das durchaus ernst. Denn Sie bekommen hier von uns insgesamt 200 Blatt zweilagiges Toilettenpapier. So, jetzt werden Sie sagen, ja, Moment mal, wir sind im Countdown auf der 2 für 2 Euro, 2 Rollen Toilettenpapier. Das kriege ich im Supermarkt günstiger, sogar vierlagig. Aber darum geht es ja gar nicht. Richtig. Es geht ja mehr um den Gag. Das sind 500-Euro-Scheine, oder? Ja, das ist richtig cool. Also mir gefällt das. Jetzt kannst du dir mit 500-Euro-Scheinen auf Deutsch gesagt den Hintern abputzen. Wollte ich immer schon mal machen. Lass mich das noch erleben, doch. Oder mal die Nase putzen. Oder mal die Nase putzen, genau. Oder mal verbrennen oder so. Ja, einfach mal so durch den Club werfen. Ja, was kostet ein Hubschrauber? Das ist aber eine richtig coole Angelegenheit jetzt hier. Stellen Sie sich mal vor, Sie feiern. Und ich werde nie vergessen, ich war mal auf einer Geburtstagsfeier bei einem Freund von mir eingeladen. Der hat sich bei einem Online-Versandhändler hat er sich schwarzes Toilettenpapier gekauft. Die Party an sich war großartig, aber alle sprachen nur von diesem schwarzen Toilettenpapier. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der hätte da 500-Euro-Scheine hingehängt. Oh, ja. Es hätte zu ihm gepasst, by the way. Ja. Das ist natürlich mal ein Riesengag. Jetzt gucken Sie sich das mal an, da sind wirklich 500-Euro-Scheine auf der Rolle. Klar, nur aufgedruckt, ist ja ganz logisch. Zweilagig, also man kann es theoretisch gesehen auch verwenden. Der ein oder andere wird das vielleicht auch ein bisschen genüsslich tun. Ja, also vielleicht möchtest du da mal wirklich den Dicken markieren, während du gerade dein Geschäft erledigst. Schönes Wortspiel. Schön. Also ich habe da schon immer mal von geträumt. Mit jetzt wird es wahr für 2 Euro. Mit 500 Euro Scheine, ja, ganz viele. Das ist doch mal ein Geschäft. Das ist da echt nur mal ein Geschäft. Nur bei Pearl TV. 200 Blatt, zweilagig in Form von 500 Euro Scheinen. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Für 2 Euro ist das doch mal ein Riesengag. War ein Mitbringsel und sorgte für gute Stimmung. Das glaube ich dem Wilhelm aus Riedstadt sofort. Und Warnung, wer bei Einladung Warteschlangen vor der häuslichen Toilette vermeiden will, sollte wieder auf konventionelles Toilettenpapier zugreifen, schreibt uns die Greta mit einem Smiley aus Lebach. Und ich finde das Produkt einfach spitze, es kommt überall gut an. Sehr empfehlenswert, hat auch der Uwe aus Grafschaft Esch getestet. Hier bitte nur einmal zugreifen, aber für die 2 Euro, ich bitte Sie, nehmen Sie den Gag doch mit, oder? Bestellnummer hierfür ist die NC3424. Und die 569. Viel Spaß damit und unser Countdown geht weiter mit der 1. Also ich persönlich hätte mir ja also auch diese Toilettenrolle mit 500-Euro-Schein auf der 1 vorstellen können. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Schwenk jetzt zu so einem Sprühaufsatz für Gartenschläuche hinkriegen soll. Ich bin gedanklich noch bei den 500-Euro-Scheinen auf der Toilette. Aber auch unser Artikel auf Countdown-Position Nummer 1 für einen einzigen Euro ist natürlich immer Spitzenklasse. Denn wir sind mitten in der Saison angekommen. Draußen wird es langsam Frühling, die Temperaturen steigen. Ja, und der ein oder andere Gartenbesitzer, der möchte natürlich dann jetzt auch dafür sorgen, dass über den ganzen Sommer verteilt seine Pflanzen richtig schön aussehen. Dafür müssen sie bewässert werden und zwar nicht alle gleich. Manche Pflanzen, die Bäume beispielsweise, die großen Sträucher, brauchen etwas mehr Wasser, dafür brauchst du einen etwas größeren Strahl. Und der Busch oder was oder die Rosensträuche, die werden vielleicht dann doch eher etwas zarter benetzt. Und deswegen können sie das natürlich hier sehr schön einstellen. Ich möchte wetten... Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, weil ich keinen eigenen Garten habe. Ja, aber ich habe eine ganze Zeit lang einen Garten gehabt. Diese Gartenartikel, gerade zu Beginn einer Saison, die kosten mitunter dann doch noch ein paar Euro mehr als einen Euro für so eine regulierbare Sprühdüse für Gartenschläuche, oder? Auf jeden Fall. 1 Euro ist fantastisch. Damit kann man auch mal im Sommer sich eine Abkühlung verschaffen, denke ich mal, wenn es warm wird. Also das ist wirklich super. Und generell, wenn Sie einfach hier so einen Aufsatz noch nicht hatten, einfach direkt mitbestellen. Vielleicht gleich auch noch das Klopapier zusammenbestellen, weil das hat es mir auch echt angetan. Das muss ich mir auch bestellen. Das Klopapier ist ja Hammer, das ist echt lustig. Wirklich der Knaller, ja. Aber hier ist auch toll. Die Spritzpistole natürlich ein Riesending. A, zum Bewässern von Pflanzen im Garten, aber natürlich auch mal alleine mit so einer Sprühfunktion, ja, so einen feinen Sprühnebel beispielsweise, mal ein Riesending mal für die Kinder. Sie kennen das, wenn es draußen heiß ist, 28, 30 Grad oder so in den Sommerferien. Da brauchst du einfach Abkühlung. Und wenn natürlich jetzt noch ein Gartenschlauch da ist und ein bisschen Platz im Garten, dann packen Sie das Ding mal dran und machen mal eine ordentliche Wasserschlacht. Das gehört doch ganz einfach mit
dazu. Wir haben viele Kundenstimmen dazu, die voll des Lobes sind. Der Jeffrey aus Köln beispielsweise bescheinigt uns, der Düsenkopf sowie passender Schlauch sind sehr einfach zusammenzusetzen. Das Klicksystem ist kinderleicht und dicht. Der Schlauch ist bequem verstaubar. Ich denke, er redet von unserem dehnbaren Gartenschlauch. Du weißt, wir hatten den heute im Sale-Out. Ja. Ja, haben wir auch für Sie im Programm, diese dehnbaren Gartenschläuche in verschiedenen Längen. Da können Sie gerne auch an anderer Stelle mal schauen. Der passt da super drauf, aber auch auf handelsübliche Klickverschlüsse, muss nicht was von uns sein. Geht also auch mit Konkurrenzprodukten. Ideal für die Reinigung von Böden und Säubern von Geräten und Kfz, Motorrädern und Fahrrädern. Kfz und Motorräder bitte nur an den vorgegebenen Stellen oder zugelassenen Stellen. Eine preiswerte Lösung zu Markenprodukten, und darauf läuft es hinaus, ja, sagt der Urs aus Hannover. Die Spritzdüsen sind Spitzenklasse, keine Mängel bei der Funktion. Wer also Geld sparen möchte, greift zu diesen Gartenschläuchen von Pearl. Liebe Grüße nach Hannover. Für 1 Euro Stellnummer NX5302 und die 569. Und so leid, wie es mir tut. Wir heben jetzt ab. Richtig. Aber nicht ohne Toilettenpapier. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Sie vielleicht auch. Danke für Ihre zahlreichen Bestellungen, dass Sie es mit uns ausgehalten haben. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch bei Pearl.